Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Bau- und Maiden-Flugvideo des Nanotern von ZOHD. Ich verwende in diesem Bild EINAV, weil ich damit zusätzliche Funktionen habe, wie zum Beispiel Return to Home und Launch Assist. EINAV ist eine Flugcontroller-Firmware, welche auf demselben Quellcode basiert wie CleanFlight und BetaFlight. Böse Zungen sagen sogar auch RaceFlight. Dies bedeutet, dass der Flieger dank einem GPS-Modul und diesen Funktionen intelligenter ist. So kann er zum Beispiel bei Signalverlust selbstständig zurück zum Startpunkt fliegen und da sogar landen. Wie ich den zusammengebaut habe, seht ihr nun in einer Zeitrafferaufnahme, die ich ein bisschen kommentiert habe. Anschließend seht ihr meinen ersten Testflug mit GPS-Unterstützung, bei welchem ich Return to Home und ähnliche Funktionen getestet habe. Viel Spaß! Angefangen habe ich damit, dass ich das Teil ausgepackt habe, die Anleitung ein bisschen durchgeguckt habe und mir ein Bild des Innenlebens gemacht habe. Danach habe ich weitere Komponenten zusammengetragen, wie hier zum Beispiel das Crossfire, und geguckt, wie ich das grob montieren könnte. Danach habe ich ihn einmal zusammengestellt, damit ich wirklich weiß, um was es geht. Als nächstes habe ich geguckt, wie ich den Flieger laminieren kann. Ich habe dafür A3 Laminierfolie verwendet, habe das dann angezeichnet, ausgeschnitten und anschließend mit einem Modellbaugetteisen auf der dritten Stufe entsprechend an den Flieger laminiert. Angefangen habe ich mit den Seitenteilen, welche ich dann anschließend jeweils schön eingeschnitten habe, überall wo es Kurven hatte. Das waren dann ca. 1 cm Stückchen, die ich produziert habe und dann von hinten nach vorne schön mit dem Glätteisen heruntergeklebt habe. Dies habe ich gemacht, damit die Lamellen, wenn man dem so sagen kann, schön von vorne nach hinten verlaufen, schlussendlich wie bei einem Fisch oder einem Drachen, so dass bei einer Landung nicht unbedingt Dreck oder Rasen sich groß im Flieger verfängt. Das Lüftungsloch, welches sich vorne unten befindet, habe ich ebenfalls ausgeschnitten, da es aber im Moment relativ kalt und nass ist, es wäre eigentlich Winter, habe ich das vorerst einmal mit einem guten Klebeband wieder zugeklebt, so dass da kein Schnee oder Wasser reinkommt. Wenn ich im Sommer fliege, muss ich das ganz sicher wegnehmen, dass genug Kühlung reinkommt. In der Zwischenzeit habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das GPS genau montieren könnte. Ich habe diverse Dinge ausprobiert und hingehalten und geguckt, wo das die Kabel dann durchgehen können und ähnliches. Die Heckflosse ist ebenfalls laminiert, so dass wenn ich eine unsanfte Landung mache, diese ebenfalls geschützt ist, auch wenn sie schon einen Plastikschutz hat. Anschließend habe ich mich an die Elektronik gemacht und geguckt, wie ich den Crossfire-Empfänger und vor allem die Antenne am besten montieren kann. Ich habe mich dann für eine Lösung entschieden, bei welcher ich Schrumpflauch nehme, ähnlich wie beim Quadcopter, und diese über die Antenne und den Kabelbinder stülpe und somit verstärke. Ich habe dies dann durch den hinteren Deckel durchgestoßen und entsprechend mit zusätzlichen kleinen Kabelbindern etwas befestigt. Das untere Ende der Antenne liegt jetzt genau zwischen den Stangen des Rollservos und so sollte eigentlich nichts kollidieren können, auch bei starken Flugmanövern. Als nächstes habe ich den Flight Controller angeguckt. Ich habe eine 3D gedruckte Halterung gezeichnet. Ich habe mich dafür aus dem Internet von einer bestehenden inspirieren lassen. Die hat mir dann aber nicht ganz gepasst und ich habe es dann selbst neu gezeichnet, ähnlich wie das, welches ich gefunden hatte. Ich habe es so gebaut, dass die vibrationsdämpfenden Füßchen, die ich in den Quadcoptern verwende, ebenfalls verwenden kann. Der nächste Schritt war dann das Verlöten der Anschlüsse des Flight Controllers, so dass ich dann anschließend die Servostecker von unten einstecken kann. Auch habe ich diverse Anschlüsse verbinden müssen, wie zum Beispiel GPS oder den Crossfire-Anschluss, Smart Audio. Und den mitgelieferten Back habe ich ersetzt durch ein 2 Ampere.
Der mitgelieferte war 1 Ampere, beide natürlich 5 Volt. So sollte sicher genug Strom vorhanden sein, um die kleinen Servos zu betreiben, aber auch Flight Controller, GPS und zum Beispiel den Videosender. Die Stromverkabelung habe ich so gemacht, dass ich einen XT60 an den Flight Controller direkt angeschlossen habe. Da ist ein Amperemeter dabei und dann habe ich den Pluspol wieder runtergezogen und im Bauch des Fliegers eine Verteilung gemacht. Auch der ESC hängt da dran und dann anschließend vom ESC die 5 Volt an die Servos verteilt. Zuerst hat mir das ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, wie ich das genau lösen soll, aber schlussendlich bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es rausgekommen ist. Ich habe, dass die möglichst schön aufgeräumt sind, die Kabel, und schön verteilt, den Plus- und den Minuspol auf verschiedenen Seiten des Fliegers hochgezogen, indem ich einfach mit einer langen Ahle ein Loch gemacht habe und das Kabel dann nach unten durchgeschoben habe. Wie man hier sieht, habe ich ein 3D gedruckter Port angebracht am Flieger und von der Seite angeklebt, so dass ich den USB-Anschluss normal brauchen kann. Ich hätte die Option gehabt, den Flight Controller 90 Grad zu drehen, aber das Einstecken des USB-Anschlusses war dann trotzdem sehr unpraktisch und die ganzen anderen Kabel hätte ich auch anders sortiert runterziehen müssen. Das war nichts war so praktisch wie dieser kleine Port, den ich bei Thingiverse gefunden habe, zu drucken, beim Flieger eine Ecke rauszuschneiden und den reinzukleben. Die Verkabelung hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen und deswegen läuft hier auch der Zeitraffer noch ein bisschen schneller als vorhin schon. Einfach ausgedrückt habe ich bei den Servokabeln einfach den Plus- und den Minuspol rausgeführt und in meine Stromverteilung eingesteckt. Das war ganz einfach. Und das Signalkabel habe ich dann einzeln Schrumpfschlauch um das Ende gemacht und so dann von unten beim Flight Controller am richtigen Ausgang eingesteckt. Da ich diesen Flieger ja per FPV fliegen will, habe ich eine Runcam Swift Micro genommen und diese im Flieger festgeklebt. Er hat ein vorgesehenes Loch vorne, wo die Linse perfekt rauspasst. Ich musste ein bisschen aus dem Flieger rausschneiden, damit ich keinen weißen Rand sah in der FPV-Cam. Das war nicht eigentlich nötig, es wäre gut gegangen, aber da ich das perfekte Bild haben wollte, habe ich da ein bisschen Styropor entfernt und danach war die Sicht frei. Den Unify Pro, welchen ich für die Videoübertragung verwende, wollte ich nicht wie in den meisten Videos vorgeschlagen vorne beim Flieger auf der Nase auf diesem Plastikteil montieren. Er wäre sicher gut gekühlt gewesen, aber ich wollte den innen haben. Aus ästhetischen Gründen sowie auch aus praktischen Gründen, falls ich jetzt wirklich im Schnee lande, fühle ich mich sicherer, wenn der im Flieger drin ist und nicht außen direkt aufliegt. Damit die Antenne dann trotzdem außen montiert werden kann, habe ich ein Loch gemacht in den Deckel, damit ich den Anschluss des Unifies nach draußen führen kann und anschließend 3D-Deckel designt, die dann wie ein Sandwich zwischen den Deckel gemacht werden. Ich habe das dann mit Schrauben und Muttern so zugemacht, dass das ganz sicher nicht kaputt geht und bei einem ziemlich üblen Crash, bei welchem ich den Deckel anschließend kleben musste, hat auch da, obwohl da eine strukturelle Schwäche war, theoretisch, weil ich ein Loch gemacht habe rein, ist da nichts passiert. Es hat vorne dran gebrochen und das war für mich jetzt ein gutes Zeichen. Auf diesem Plastikriss, der da vorne beim Flieger vorgesehen wäre für den Videosender, habe ich dafür eine Runcam, eine ältere, dafür relativ leichte montiert und das ermöglicht, dass ich HD-Aufnahmen zeigen kann. Die werden wir in ein paar wenigen Minuten sehen. Die Unify musste natürlich auch mit Strom versorgt werden und dafür musste ich im Moment noch nicht aufgeräumten Innern der Stromverteilung noch zusätzliche Kabel anbringen und die nach vorne ziehen und auch ein bisschen verlängern. Ich habe aber geguckt, das Smart Audio ist auch konfiguriert und angehängt.
sowie Strom und Videosignal, alles hat Stecker und ich war bei dem Crash, den ich vorhin erwähnt hatte, super froh, dass ich die Stecker hatte. Der Deckel ist wegkatapultiert und es hat natürlich schönerweise die Stecker rausgezogen, ohne dass es mir irgendwelche Kabel ausgerissen hätte. Ich kann das also nur empfehlen. Damit die Lüftung des Unifies dann trotzdem sichergestellt ist, habe ich zusätzliche, ich weiß nicht, wie man dem sagt, irgendwelche Hauben gedruckt, die ich auch auf Thingiverse gefunden habe. Dafür muss man im Deckel ein wenig rausschneiden und dann hat man wie ein zusätzlicher Lüftungsschlitz unterhalb dieses Plastikrists, der für den Videosender eigentlich vorgesehen ist und somit ist die Kühlung absolut sichergestellt, denn ich habe geschaut, dass der Windfluss dann direkt zum Unify geht. Also ich glaube nicht, auch wenn der illegalerweise mit mehr Milliwatt betrieben werden würde, als er darf in der Schweiz, denke ich nicht, dass da irgendetwas passiert, denn schlussendlich klebt er auf 3D gedruckten Teilen, welche doch bei 60 Grad weich werden, da es PLA ist. Da ich das GPS noch nicht wirklich verbunden hatte, ich wusste zwar wie und wo ich, dass ich es montieren will, aber ich wollte das Kabel erst am Schluss ziehen, damit ich den besten Weg suchen kann, so dass er am wenigsten mit anderen Dingen kollidiert, habe ich das erst jetzt gemacht. Und auch den Unify-Empfänger habe ich erst jetzt wirklich verbunden und dann schlussendlich die Kabel auch noch verlängert, damit ich die schön rundherum führen konnte. Es war mir wirklich sehr wichtig, die Kabel so zu führen, dass es sicher keinen Kontakt geben kann zwischen sich bewegenden Teilen, primär Servos, und den Kabel, da ich die nicht verletzen will oder die Angst haben muss, dass da irgendetwas passiert, währenddem ich möglicherweise etwas weiter weg mit dem unterwegs bin. Währenddem, dass ihr hier den Schluss meiner Arbeiten langsam seht, muss ich vielleicht noch sagen, dass ich zwischendurch auch immer wieder den Flieger weggenommen habe und bei Einauf angehängt habe am Computer und verglichen habe und getestet habe. Ich musste rausgehen, zum Verifizieren, dass das GPS auch wirklich funktioniert, bevor ich den Stecker dann definitiv anlöte. Es waren schon noch einige Handgriffe mehr vonnöten, um das dann wirklich sehr schön und so perfekt nach meinen Standards wie möglich zu machen. Aber das sieht man hier nicht wirklich gut, was ich da gemacht habe. Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass ich zusätzlich noch einen Beep reingebaut habe. Den habe ich so eingebaut, dass er nach draußen lernen kann. Dafür habe ich neben dem USB-Port eine Vertiefung reingeschnitten und ein Löchchen in die Laminierungsfolie gemacht, so dass man ihn auch wirklich gut hört und ihn dann anschließend mit Sekundenkleber auch reingeklebt. Ich finde ein Beeper etwas relativ Wichtiges, da er auch hilft zu kommunizieren. Der Flieger kann mir durch Piepsignale somit sagen, ist er gearmt oder wartet er auf irgendein Kommando. Er sagt auch, wenn er den GPS-Location fix hat und ähnliche Dinge. Wie ihr seht, habe ich dann noch den Rest der Folie verwendet, um die Flügelspitzen auf der Unterseite zu verstärken. Das war mit der Überlegung, dass wenn ich irgendwo ein bisschen unsanft lande, dass die auch geschützt sind. Und ich hatte mehrere unsanfte Landungen. Ich habe mir sogar bei einer sehr, sehr unsanften Landung einmal einen Flügel ausgerissen, wenn man dem so sagen kann. Und es ist nichts kaputt gegangen, nichts passiert, nicht einmal eine Schramme im Flügel ist entstanden. Ich kann das sehr empfehlen. Zu allerletzt sieht man jetzt noch, wie ich das Unify-Teil dann angebaut habe. Ich musste das noch fertig designen und genau planen, ein paar Mal ausdrucken, bis alles genau gestimmt hat. Und jetzt ist der Flieger fertig und ihr könnt meinen ersten GPS-gestützten Flug bewundern. Auch wenn dies eigentlich schon der dritte Flugtesttag ist, die ersten zwei waren sehr erfolglos, immer nur sehr kurz hässliches Wetter, war dies das erste Mal, dass ich den Einauf Auto-Launch-Modus testen konnte. Diesen Modus ermöglicht einem, den Flieger in Anführungszeichen einfach in die Luft zu werfen und der Flieger gibt dann selbstständig Gas, wenn er das realisiert, dass er geworfen wurde. Es muss der Auto-Level-Modus aktiviert sein und er steigt dann mit einer vorgegebenen
Throttle Rate und auch Steigrate bis maximal 5 Sekunden. Somit hat man Zeit, sich hinzusetzen und die Brille anzuziehen oder die Fernbedienung nach dem Werfen wieder in die Finger zu nehmen. Ich muss aber sagen, das ist noch nicht wirklich perfekt konfiguriert und ich bin mir nicht so sicher, ob das bei diesem Flieger auch wirklich das Richtige ist. Ich glaube, bei Wings funktioniert das besser als bei diesem Flieger, denn er braucht eine relativ hohe Geschwindigkeit, um tragend zu sein, dass er nicht vom Himmel fällt. Und die ersten drei wirklich üblen Crashs waren nicht nach den Testflügen, sondern waren beim Start, als ich ihn mit dem Test für diesen Auto-Launch-Modus teilweise mit Vollschub gegen den Boden mehr oder weniger geworfen habe. Das war auch der Crash, den ich vorhin erwähnt hatte, wo der Deckel da zerbrochen ist. Konfiguration von INAV ist vielleicht folgendes zu sagen, da das ein V-Flügel ist, ich weiß nicht, wie der deutsche Ausdruck ist, das ist ein V-Tail in Englisch, muss man da ein bisschen speziell die Servos konfigurieren. Da gibt es aber eine sehr gut funktionierende Beispielkonfiguration im Wiki von INAV. Ich konnte diese CLI-Settings einfach kopieren und speichern und das hat wunderbar funktioniert. Zuerst habe ich mit 1:1 Settings von einem anderen YouTube-Channel probiert. Der hatte aber noch INAV 1.7 irgendetwas und ich bin bei 1.8 und diese Settings haben schlechter funktioniert als die Stock-Settings einfach mit diesem aktivierten V-Tail-Mixer. Ich habe dann beim Video versucht, mit und ohne Horizon Mode zu fliegen. Es ist ein bisschen ungewohnt, da ich meistens Quadcopter fliege, ist das Fliegerverhalten sowieso etwas anderes und ich habe erst gegen den Schluss des Fluges realisiert, wie man anständig Kurven fliegt, also zum Beispiel Roll in die Gegenrichtung zu geben, und als ich das dann mal angefangen habe zu machen, haben die Kurven massiv besser funktioniert. Dafür würde es in INAV auch ein Turn Assist geben, heißt dieser Modus, in dem der Flieger automatisch hilft, die schönen Kurven zu fliegen. Ich will aber selbst auch ein bisschen Spaß haben und nicht vollautomatisch fliegen. Ich habe auch nicht den Cruise Mode aktiv. Cruise Mode wäre, das ist auch ein interessantes Feature grundsätzlich für Long Range und lange dauernde Flüge. Der Cruise Mode setzt ein GPS-Ziel circa einen Kilometer weit entfernt auf derselben Höhe und der Flieger versucht dann selbstständig dahin zu fliegen. Der setzt dieses Ziel dann immer wieder, aber alle Eingaben des Steuernden überschreiben die Eingaben dieses GPS-gesteuerten Modus. Somit kann man gut selbst fliegen, aber wenn man die Finger vom Stick nimmt, fliegt der Flieger dann geradeaus in die Richtung, die man eigentlich wollte. Ich denke, das ist wirklich praktisch, denn ich musste, wie man auch links unten beim Video meine Fernbedienung sieht, immer wieder ein bisschen korrigieren und eingreifen. Er ist bedeutend stabiler als zum Beispiel der Gorilla Wing, den ich getestet habe. Da konnte ich die Finger keine Sekunde von der Fernbedienung lassen. Wenn ich hier den GPS-Modus, also Horizon-Modus aktiviere, funktioniert das schon ziemlich gut. Er ist etwas noisy, das ist auch durch die HD-Kamera. Ich habe dies kompensiert, indem ich den Flugcontroller in INAV ein bisschen auf der Pitch-Achse gehoben habe. Ich glaube, es ist bei 3 oder 4 Grad und seit da fliegt er ziemlich stabil, selbstständig geradeaus. Besonders gut funktioniert hat das, als ich den Return to Home getestet habe. Ich habe den von Hand aktiviert. Es ist auch so konfiguriert, dass wenn ich jetzt Signalverlust hätte oder ähnliche solche Dinge passieren, dass der selbstständig nach Hause kommt und landet. Und da ist er überraschend stabil. Wenn der wirklich aktiv seinen Flug kontrolliert, dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Jetzt selber beobachten. Ich schalte jeden Moment den Return to Home ein. Man sieht das rechts unten im OSD und auch daran, dass ich gleich die Finger wegnehme von den Sticks und der Flieger dann selbstständig Dinge tut. Er dreht. Das nicht schlecht, wie gesagt, ein bisschen nose heavy, dass er das nicht perfekt macht, ist ganz verständlich. Er ist zuerst auf die konfigurierten 70 Meter gestiegen, das kann man einstellen. Ich habe gedacht, dann bin ich sicher über der Baumgrenze. Und dann fliegt er sein Ziel an und geht dann selbstständig
in einer sinkenden Kurve. Man kann einstellen, wie schnell der sinkt, was für ein Radius diese Kurve haben. Das ist alles konfigurierbar. Einaf hat sehr, sehr viele Optionen. Ich habe alles noch Standard, außer die Höhe und die gewissen Flugzeugeinstellungen wie V-Tail. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Der hat jetzt sein Ziel angeflogen. Der Nullpunkt, wo ich den gestartet habe, ist bei dieser Kreuzung neben dem Haus. Nicht die, die man jetzt sieht, sondern die, die etwas weiter rechts unten ist. Und der kreist jetzt über der und sinkt. Und der würde auch problemlos selber landen. Das Problem ist, ich musste selber eingreifen, weil die Kurve sehr schön in den Baum beim Schützenhaus, wo ich geflogen bin, geführt hätte. Und ich musste dann da ein bisschen notfallmäßig korrigieren und schlussendlich landen. Ich hatte ein bisschen Mühe mit der ersten FPV-Landung, so wie die da ist. Es ist sehr ungewohnt als Quadcopter-Pilot. Und es ist halt, wie schon anfangs gesagt, so, dass er relativ eine hohe Geschwindigkeit braucht. Wenn man zu stark runtergeht mit der Geschwindigkeit, dann beginnt er relativ stark zu sinken, geht ziemlich schnell bodenwärts. Nichtsdestotrotz hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Flieger zu fliegen, und ich hoffe bald, wenn das Wetter besser ist, vielleicht auch einmal mit Schnee oder so, ist auch schön. Man friert auch nicht ganz so an die Hände, man muss nicht so viel korrigieren wie bei einem Quadcopter. Hoffe ich doch sehr, dass ich mal einen richtig schönen weiteren Flug, langen Flug machen kann. Man kann mit den richtigen Akkus bei diesem Flieger 30 bis 45 Minuten in der Luft sein. Und das ist schon eine viel entspanntere Sache als ein Quadcopterflug. Und wenn das soweit ist, kriegt ihr garantiert ein Video zu sehen. Ich sehe nun einen weiteren Landeanflug, bei dem ich relativ weit unten bin. Da waren dann Leute, musste ich noch mal ein bisschen Gas geben. Aber es hat ziemlich gut geklappt, hier schön, ohne dass etwas kaputt ging, zu landen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und du möglicherweise sogar etwas lernen konntest. Falls du Fragen oder Kommentare hast, darfst du diese gerne in den Kommentaren platzieren. Ich tue mein Bestes, um dir zu helfen. Wie immer findest du die Einhaf-Konfiguration, die 3D-Designs von mir sowie die verwendeten Komponenten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos, und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.